So, und damit herzlich willkommen zu diesem Tom und Jerry Tutorial in Multiversus. Tom und Jerry sind einer meiner Favorite Character im gesamten Game, weil sie wirklich sehr, sehr einzigartig sind und auch mit einer der schwierigsten, aber auch dafür einer der stärksten Character in dem gesamten Spiel sind. Dann fangen wir doch mal gleich direkt mit den Fähigkeiten an. Fangen wir mal an mit der gechargten Viereckfähigkeit. Zack, da haben wir hier so einen Tennisschwinger. Der einfach nur der Gegner damaged, könnt ihr aufladen. Je länger ihr lädt, desto weiter stoßt ihr die Gegner weg und desto stärker ist auch der Attack. Funktioniert logischerweise in beide Richtungen. Dann haben wir den Charge nach unten. Haben wir hier, seht ihr auch, leuchtet lila, das heißt break die Armor vom Gegner. Ist hier so ein kleiner Hop nach vorne und damage die Gegner, die im Weg sind und schleudert sie auch zurück und break, wie gesagt, deren Armor. Da spielen wir hier so Ping-Pong mit Jerry. Können wir auch aufchargen, können wir auch kürzer chargen und uns dabei auch noch bewegen, was richtig, richtig cool ist. Die Dauer hängt davon ab, je nachdem, wie lange wir diese Fähigkeit eben chargen. Also sind auch mehrere Angriffspattern hintereinander möglich und wir können uns, wie gesagt, bewegen. Dann hätten wir unseren Basic Attack. Einfach zur Seite, ganz normal angreifen, eine super stronge Combo, geht auch richtig schnell, zack, 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 eine Vierer-Combo, die wirklich super, super schnell und auch stark ist. In beide Richtungen wieder logischerweise. Und ja, Angriff nach unten habe ich euch schon gezeigt. Können wir auch einmal kurz antippen. Für schnellen Damage. Genau, das war es auch schon von den normalen Fähigkeiten. Also wie ihr sehen könnt, da ist jetzt nicht so viel. Gucken wir mal, was in der Luft alles möglich ist. Da habt ihr hier eigentlich nichts anderes. Habt ihr hier nach oben hin so zwei Mülleimer-Deckel, die ihr zusammenschlägt, womit ihr die Gegner damagen könnt. Ein super Angriff, um die Gegner nach oben hin von der Map rauszukicken und macht auch gut Damage und hat einen guten Rückstoß. Nach unten hin haben wir hier so einen Topf, so eine Pfanne, die ihr auf den Gegner draufhaut. Auch ein super starker Attack auf jeden Fall. In der Luft haben wir hier so einen Kratzangriff, auch ganz nett. So, aber besonders wird es jetzt mit den Dreiecksfähigkeiten. Und zwar haben wir hier auf Dreieck können wir Jerry wegschießen. Und wie ihr sehen könnt, wenn wir dann Viereck drücken, schießt er hier so ein Champagnerkorken. Und wenn wir jetzt nochmal Dreieck drücken, schießen wir hier so einen Tennisball auf Jerry. Können wir hier mal ausprobieren. Der macht halt nur Damage, wenn wir ihn dann hier zack hitten. Richtig, richtig cool. Hat aber eine Cooldown. Das heißt, das könnt ihr auf jeden Fall nicht spammen. Und dann könnt ihr hier wieder Jerry einsammeln. Ihr könnt auch die Richtung von Jerry, sage ich mal, hinzielen. Ihr könnt ihn entweder halt sehr weit wegkicken, indem ihr nach oben zielt. Oder ihr könnt ihn direkt vor euch platzieren, indem ihr ein bisschen weiter nach unten zielt. Hier so, auf den Gegner natürlich drauf schießt. Oder halt, wie gesagt, direkt vor euch. So, sein Special nach unten ist hier so eine Käsefalle. Wenn der Gegner dann da reinläuft, kicken wir mal Shaggy da rein. Zack, schnappt sie zu und damage dann die Gegner. Nach oben hier eine zielsuchende Rakete, die ihr auch lenken könnt. Richtig, richtig geil. Aber nur wenn Jerry bei euch in der Nähe ist, hat auch hier keine Cooldown, was richtig, richtig cool ist. Jerry muss halt nur bei euch sein. Wenn Jerry nicht bei euch ist, macht ihr nach oben hin auch eine Rakete, aber die fliegt dann direkt zu Jerry zu. Also hier zack, bapp, getroffen. Richtig geil. Dann haben wir in der Luft Dynamit, was wir einfach droppen. Hier, zack, einfach ein Dynamit, was runterfällt. Dann haben wir hier seitlich gecharged Dreieck. Haben wir hier eine Angel, mit der wir Gegner entweder so recht kurz angeln können oder halt recht weit die Angel auswerfen können. Hier, wenn ihr mit Tom seid, Dynamit runter, zack, könnt ihr es auf drei Dynamit aufteilen. Also ihr habt wirklich unzählige Möglichkeiten mit diesem Charakter. Was auch mal hier eine super Möglichkeit ist, eben das Dynamit aufteilen. Es ist einfach richtig, richtig strong. Hier. Zack, wie ihr sehen könnt. Ist ein sehr, sehr guter Saver. Also ist viel, viel wichtiger als die andere Fähigkeit. Finde ich jetzt persönlich. Dreimal Dynamit ist natürlich auch interessant. Habt ihr hier. Ist auch ganz nett.
Das Wichtigste bei diesem Charakter ist das Positioning. Wo habt ihr Jerry positioniert und wie positioniert ihn? Wann positioniert ihr ihn vor allem? Das sind super, super wichtige Sachen, dass ihr schaut, okay, wo ist euer Jerry? Wie könnt ihr am besten eure Tennisbälle nutzen? Wie könnt ihr den Champagnerkorken nutzen, der wirklich keine so große Fähigkeit, keine Range hat? Wann benutze ich die Tennisbälle? Das sind alles Sachen, die müsst ihr ganz genau wissen mit Tom und Jerry. Also wirklich super, super wichtiger Charakter, super schwierig zu spielen am Anfang, aber halt auch dementsprechend sehr, sehr stark. Was auch ein Tipp ist, den ich euch geben würde, wenn ihr eure Rakete benutzt, seid ihr natürlich kurz recht verwundbar. Das heißt, ich würde auf jeden Fall aufpassen, dass ich das in einem Geplänkel halt drin mache, während sich halt viele Leute fetzen. Ansonsten seid ihr halt sehr verwundbar für diese Attacke. Was ihr da auch machen könnt, ist hier eine Trap hinstellen, dann in der Nähe von der Trap direkt die Rakete halt zünden, dass ihr so einen kleinen Schutz wenigstens habt vor Nahkampfcharaktern. Das wären halt so die Tipps, die ich euch mit diesem Charakter geben würde. Genau, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr Multiversus-Videos. Ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannten Tag, viel Spaß im Game, bis dann und ciao.